Dort feierten die Salzburger den letzten Sieg in einem Bewerbsspiel im Cup gegen Ried, aber es ist schon lange her und seither sind die Salzburger stark unter Druck geraten, mit ihnen auch Trainer Hermann Stessel. Denn seit 5 Spielen haben die Salzburger nicht mehr gewonnen und im Cup sind sie auch noch ausgeschieden. Ja, damit war Hermann Stessel gewissermaßen mit seiner Mannschaft unter Zugzwang. Rekordbesuch heute in Ried, über 10.000 Zuschauer, davon rund 3.000 bis 4.000 aus Salzburg. Nikola Jurcevic, der Mann, der in die deutsche Bundesliga zu Freiburg am Montag wechseln wird, und die Rieder Mannschaft in den weißen Leibchen. Erste Möglichkeit, erster guter Schuss durch Drechsel, dem linken Mittelfeldspieler. Der Innviertler, die Rapid schon zu Hause geschlagen haben, die gegen die Wiener Austria ein Unentschieden zu Hause erreicht haben. Noch einmal dieser Schuss von Herwig Drechsel. Dann die Salzburger. Relativ verhalten. Achtung auf diese Szene. Das war Pech. Verletzung von Franz Aigner, dem rechten Mittelfeldspieler, ohne Feindeinwirkung. Wir werden das gleich noch einmal sehen in der 8. Minute. Franz Aigner, lange Zeit verletzt gewesen. Wieder das rechte Knie, war ja 6 Monate außer Gefecht. Verdacht auf Kreuzbandriss. Also wirklich Pech für den Salzburger. Er muss ausgewechselt werden und Hermann Stessel bringt für ihn seinen Namenskollegen, nämlich Hermann Stadler. Ja, hier wird Franz Aigner abtransportiert. Das ist wirklich Pech. Hat gerade in den letzten Wochen wieder zu seiner Form gefunden. Und das ist der Neumann. Hermann Stadler geht links ins Mittelfeld. Prosenik daher etwas weiter rechts. Dann Gocian wird hier gehalten. Freistoß für Salzburg. Das war kurz nach der Verletzung von Franz Aigner. Gocian hat einen platzierten Freistoß. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Das war knapp. Tomislav Gocian. Diesen Freistoß sollten wir uns noch einmal ansehen. Er verdeutlicht, wie knapp der Ball an der Stange vorbeigegangen ist. Ja, Riesenstimmung in Steyr, in Ried natürlich. Das ist Libero Feiersinger. Wieder Gocian. Jančula. Heute neben Pfeifenberger, zweite Sturmspitze unverzogen. Das war eigentlich die Überraschung, dass Hermann Stessel heute Ralf Hasenhüttl von Beginn an auf der Ersatzbank sitzen ließ. Im Sturm Jančula und Pfeifenberger. Otto Konrad richtet hier seine Vorderleute ein. Eckball für die Innviertler, die jetzt immer mehr das Kommando übernehmen. Stanisajevic. Und ein Foul an Stanisajevic von Feiersinger. Freistoß für die Innviertler. Ganz klar, hier sieht man, mit wie viel Einsatz gekämpft wird, um jeden Ball, um jeden Zentimeter. Freistoß Stanisajevic, gut gemacht und Glasner um Millimeter am Ball vorbeigerutscht, mit viele Fehlgeschossen. Das ist der rechte Mittelfeldspieler der Innviertler, Glasner. Noch einmal dieser Freistoß, mit viele Fehl und das war knapp. Beiden Mannschaften fehlen ja 2 wichtige Spieler, auf der einen Seite Marinko Ivsic bei den Innenvierteln, auf der anderen Seite Leo Leiner. Und dann diese Möglichkeit durch Mraz mit dem Kopf. Mraz neben Dampfhofer, Sturmspitze bei den Riedern. Noch einmal, Vorarbeit Drechsel und der gute Kopfball von Pavel Mraz. Und weiter die Innenviertler, wieder über Drechsel, macht ein großartiges Spiel, immer anzuspielen. Dann Dampfhofer, ein guter Schuss von Dampfhofer, aber doch zu genau aufs Tor, da hat natürlich Otto Konrad keine Probleme. Das ist Schütze Dampfhofer. Schauen wir uns diesen Schuss aus der Distanz noch einmal an. Keine Schwierigkeiten, auch auf dem tiefen Boden für Konrad. Pausenstand 0:0 und wer soll gewinnen? Fragen wir Andi Goldberger. Ja, beide waren am liebsten, aber das geht nicht jetzt. Nein, da gebe ich keinen Tipp ab, aber momentan die Rieder, die spielen einen super Fußball momentan. So wie es ausschaut, konnten sie es gewinnen, aber das wäre halt eine Riesensensation, wenn Ried gegen Salzburg gewinnen hätte. Na, wir werden ja sehen. Jetzt werden aber die Salzburger stärker. Jančula, dann Stadler, ist er gefährlich durch seine Dribblings. Guter Pass von Gocian. Da hat der Tormann Ungar ein bisschen erwischt, hat aber dann im letzten Augenblick noch zurückgezogen. Auf alle Fälle, es hat böse ausgeschaut. Ungar kann dann weiterspielen. Noch einmal Jančula. Ja, doch letztlich sehr fair gemacht vom Slowaken.
Ja, die Salzburger, sie laufen immer noch hier Hermann Stessel und der Linienrichter. Die beiden Herren haben einander offensichtlich nichts zu sagen. Dann Peter Artner, auch er kämpft. Wieder Kotzian, einer der stärksten Salzburger. Gut gemacht, ist der ein Triplanski par excellence. Dann endlich einmal Adi Hütter, hat einen guten Weitschuss, Hütter! Auch das war knapp. Jetzt werden die Salzburger stärker, jetzt drücken sie aufs Tempo, die Innviertler fallen etwas zurück. Adi Hütter noch einmal spielt hier Eder aus, der heute nicht Libero, sondern Leschiak spielt wieder Libero. Und hier sehen wir es ganz, ganz knapp. Weiterhin aber 0:0, ein gutes Match, dem allerdings die Tore fehlen. Die Innviertler jetzt ganz selten vor dem Tor. Attacke hier an Kramer von Prosenik, aber das Match läuft weiter. Kein Elfmeter für die Innviertler und dann kommt endlich Ralf Hasenhüttl in der letzten Viertelstunde für Austria Salzburg. Dann ein energisches Solo von Libero Feiersinger. Dankt sich hier durch, überspielt auch den eigenen Mann, nämlich Hermann Stadler. Und was macht er dann? Ja, dann schubst der Anger Schmidt über die Seitenlinie. Riesen Wirbel natürlich im Ried. Noch einmal. Ja, zunächst steht ihm da der Hermann Stadler im Weg, der dann weiterspielen kann. Dann schubst er noch den Anger Schmidt über die Seitenlinie. Unbändiger Einsatz von Libero Wolfgang Feiersinger. Dann erstmals Hasenhüttl in Aktion. Pfeifenberger, da springt ihn der Ball etwas vom Fuß. Das war Pech, das hätte eine Riesenchance werden können. Klaus Reutinger, der Innviertler Trainer, sieht, dass seine Mannschaft jetzt immer mehr zurückfällt. 0:0 vor der Pause, glänzend gespielt, aber nach Seitenwechsel dominieren die Salzburger. Das ist Roland Kramer, macht an sich ein gutes Spiel, aber hier mit einem Fehlpass. Hermann Stadler, 2 Minuten vor Schluss, immer noch Hermann Stadler, das ist die Möglichkeit. Stadler und Unger, gerade noch mit den Fingerspitzen. Das war der Matchball von Hermann Stadler, der ja in der 8. Minute für Franz Aigner gekommen war. Schauen wir uns das noch einmal an. Es bleibt in Ried beim 0:0. Gutes Match, aber keine Tore. Noch einmal diese Chance für Hermann Stadler. Wohl die beste überhaupt in diesem Match. Die Attacke von Anger Schmidt kommt zu spät und glänzend reagiert von Unger. Die Innviertler Spieler bedanken sich beim Publikum. Sie haben wieder einem Großen einen Punkt abgenommen und unsere Interviews beginnen. 89. 90. Minuten. Die Möglichkeit gehabt, den ersten Sieg in Oktober für Casino Salzburg zu erzielen. Es ist mir leider nicht gelungen, aber was so ist, wir haben heute wenigstens einmal wieder eine kompakte Einheit gewesen. Und ich glaube, das Menü, glaube ich, geht in Ordnung. Peter Artner, es hat wieder nicht zu einem Sieg gereicht. Am Einsatz lag es nicht. Auf gar keinen Fall. Also, wir haben sicher alles gegeben und wir haben eine starke Heimmannschaft hier gesehen und wir haben uns das Leben schwer gemacht, aber ich glaube, dass von den letzten Spielen bei uns trotzdem ein Aufwärtstrend ist und ich hoffe, dass es in den nächsten Spielen noch besser wird. Es war halt sicherlich schwer, dass sie jetzt vor 2 Tagen gegen GAK im Cup gespielt haben, das haben wir auch gesehen bei der letzten Chance von Stadler, da sind ihm ein bisschen die Kraft ausgegangen, sonst hätte er sicher reingemacht den Ball, aber wir waren zufrieden mit dem Punkt. Hermann Stessler, jetzt ist Ihre Mannschaft schon 6 Runden lang ohne Sieg. Wie lange haben Sie noch Schonzeit? Ja. Bei Salzburg, Sie als Trainer? Das müssen Sie einen anderen fragen, aber ich finde eher eine blöde Frage, überhaupt nichts Lustiges dabei. Es ist einfach ein Match gewesen heute, wo beide einfach sehr leidenschaftlich Fußball gespielt haben und es ist leider kein Tor dabei gewesen. Naja, aber die Diskussionen, die werden sicherlich weitergehen in Salzburg, denn 6 Spiele ohne Sieg, das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Spiel 4 auf dem Totoschein, 0:0 und Tipp X und unser nächstes Spiel, das passt eigentlich ganz gut drauf, denn Admira Wacker hat seit